So, Leute, weiter geht's in Pokémon Feuerrot. Ja, wir befinden uns hier gerade in Latania City. Und ja, sorry, ich muss kurz eine Tür zu machen. Aber jetzt geht's. Jetzt bin ich wieder voll da. Ja, um unseren letzten Orden zu holen, und zwar in der letzten Arena. In der achten Arena. Die jetzt endlich offen ist. Ja, der Rennlatz ist zurück. Und ja, ich drehe ziemlich viel vor. Also falls ihr euch irgendwie, jetzt zum Beispiel wegen dem Supercup oder das Neon Akio sein neues Video hochgemacht hat, heute ist der 31. August. Und ich weiß nicht, wann dieses Video hochkommt. Also, beschwert euch nicht. Bitte. Und ja, hier haben wir wieder ein paar schöne Kämpfe. Ja, jetzt haben wir leider keinen Schaufler mehr. Ist aber egal. Wir können es ja auch so schaffen. So, und jetzt haben wir. Und jetzt raus. Gut. Was ist effektiv Taurus? Taurus hat wahrscheinlich eine saumäßige Verteidigung. Und durch das Angeberei hat er sich eben selbst verarscht. So. Also ja, ein schöner Kampftrainer bzw. ein Schwarzgurt. Gut. Und ja. Ohne Attacke. Kloster wird vergiftet. Sehr schön. Hier haben wir noch eine Astrainer. Einem Sandama. So. Quick Break. Und Attacke und Level 50. Und Sandama nochmal. Oh ja, viele noch. Treff doch. Komm, treff. Boom. So. Und Attacke. Nochmal eine Attacke und Stun. Bion. Ja, Durchbruch. Geht irgendwie daneben. Ich hab keinen Plan dafür. Und Hornattack. So. Yorino. Ja, zweimal Hornattacke. Vorausgesetzt, wir treffen. Und Nidoking. Gegen Nidoking. So, jetzt muss ich heilen. Boom, boom, boom. Hier haben wir einen. Hyper Chunk. Oh, klar. Jetzt wird er schön verwirrt. Killt sich zweimal selber. Beziehungsweise versetzt sich zweimal selber und. Wir nehmen erstmal noch diese Kämpfe auf uns. So, ja, das geht jetzt schön schnell. Sandama. Nach Glitzern wird jetzt vergiftet. Knabber. Oh, stirbt doch, du hässliches. Fettes Knabber. So, wir gehen ruck. Brauchen wir schon einen Übertrank, man kann ja nie wissen. Ja, sowas zum Beispiel. So, Durchbruch. Weil wären wir schneller gewesen, hätten wir es sowieso nicht ganz kriegen können. Ein Edler. Sollen wir die endlich übertränken? Das kratzt mich so an. Und dann trifft er natürlich auch noch fünfmal. Natürlich. Und ohne Expand. Plus, ihr hext uns. Ja, das war wieder klar. So, und deswegen muss ich schnell speeden. Auch normal auf und nicht nochmal reingehen. Erstens wegen AP, zweitens für Paralyse. Und ich muss keinen Hypertrank einsetzen. So. Ja, also man kämpft dreimal gegen Giovanni in diesem Spiel. Zweimal als Boss. Einmal als Arena-Leiter. So, macht er noch. Und Attacke. Heuzi, wow. Respekt.
dass das schon kreuzig drauf hat. Aber egal. Wir hauen einfach weiter mit Hornattacke drauf. Nur das ist doch so einfach. So, noch einer. Dompteur. Rehorn. Ja, Rehorn, übertreibst du mal. So gut, damit haben wir Jörg auch besiegt. Und können jetzt hier mal weiter. So. Jetzt 5 Vorrunden und Gott. Hornattacke. Oh. Glück gehabt eigentlich. Das Knochenmagen daneben gehen. Ja. Ich muss ausschlossen. Der Nido kann hier eine Schwäche auf Boden. Deswegen habe ich hier noch keine Chance, gegen diese Knorras hier zu bestehen. So. Nochmal Rehorn. Okay, Punch darf sich auch mal etwas EP hier abholen. Hoffentlich Nido Queen muss natürlich vergiftet werden, ja. War irgendwie klar. Also nochmal ganz schnell hier raus. Ganz schnell. Hier rein. So. Mal hier rein und mal hier lang. Und ja. So. Mal schauen. Ja. Hornattack. Dreimal. So, Besieg und Level 52. Paolo. Tausch mal lieber aus. Ist das hier auch nochmal ein Level erreichen kann. So, Level 49. Für Punch. Und Trank und Trank. Jetzt fragt sich, was setze ich ein? Ich glaube, ich setze mal Rasaf ein. Weil das ist mein einziges, das noch nicht auf Level 50 ist. Also. Ja, ich setze mal Rasaf ein. Gegen die Arena. Also. Und ja, wir sind da bei Giovanni. Haha, willkommen in meinem Geheimversteck. Hier wollte ich das Team Rocket wieder aufstellen lassen. Aber du hast mich schon wieder aufgespürt. Also gut, diesmal kenne ich keine Gnade. Ich, Giovanni, der größte aller Trainer, fordere Revanche. Ja, oh. Und ich habe die Speaker nur auf 36, scheiße. Das war die ganze Zeit hier etwas leise. Das tut mir wirklich leid. Ich werde es versuchen, uns hinzubringen, irgendwie. Jetzt sind sie auf 100. So, und das ist Rehorn wird durch einen Durchbruch von Punch besiegt. Locker. So, jetzt kommt Dick 3. Wir versuchen es weiter und schaffen es sogar mit einem Volltreffer. Sehr gut. So, Nido Queen. Hätte ich vielleicht einen anderen Pokémon einsetzen sollen, aber ist egal. Stärke. Erdbeben. Ich habe das miese Gefühl, dass hier wieder eine zweite Stärke überlebt. Deswegen mache ich kurz Durchbruch. Das ist vergiftet, das ist doppelt scheiße. Und Stärke drauf. Und nochmal Stärke drauf. Und er überlebt wieder. Naja, egal.
Oh, wie oft noch? Scheiß übertrank. Lauf. Ein King. Ja, ich weiß nicht, ob der helfen kann, also. Nicht aufmachen. Okay, er kann nicht erdbeben. Das heißt, es hätte unser Arm ist in Luke schon gefällt. Aber egal, wir besiegen Luke mit einem lockeren Surfer. Und es kommt noch sein zweites Rehorn. Auf Level 50. Ich glaube eigentlich nicht, wieso er keinen Rizoros hat. Aber ist egal. Vierfach Schwäche. Plus Step besiegt. Und damit haben wir Leiter Giovanni besiegt. Mit den Erdorn zum Zeichen meiner Anerkennung. So, wir bekommen den Erdorn. Plus 5000. Als Träger des Erdorns werden dir alle Pokémon jeglichen Levels gehorchen. Erstellt den Beweis seines Könnens als Pokémon-Trainer. Außerdem gewährt dir der Zugang zur Pokémon-Liga. Dieses Geschenk mit deinem Pokémon-Liga-Abenteuer. So, Team 26 ist Erdbeben. Team 26 ist Erdbeben. Eine sehr starke Attacke, die ein starkes Beben verursacht. Ich habe sie vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arena-Leiter war. So, und wenn man ihn jetzt nochmal anspricht. Ich habe meinen Meister gefunden. Meine Taten waren schlecht. Ich löse das Team Rocket auf. Von nun an widme ich mein Leben dem Studium der Pokémon. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Leben wohl. Und er verschwindet. So. Es gibt also keine Leiter mehr hier. Bis eben Blau, also unsere Wale Gary, kommt und die Arena irgendwann übernimmt. Aber auf jeden Fall nicht jetzt. Geh ich in Hallen. Und jetzt geht's eben weiter Richtung Liga. Beziehungsweise Richtung Route 22. So. Und ratet, wer da kommt. Was? FTBM. Was war eine Überraschung? Das ist also auch auf dem Weg zur Pokémon Liga, oder? Du besitzt auch alle Orden. Das ist cool. FTBM, ich werde mich für die Pokémon Liga aufwärmen, indem ich dich besiege. Also los geht's. Hahaha. Ha, ha. Ja. Ich glaube, du wirst dich nicht aufhören. Sondern. Ach, egal. Taubos Level 47. Okay. Ah ja, Steinhagel. Schau mal, wie viel es abzieht. Okay, gut. Eigentlich genug. So, dein Erbesiegnis jetzt. Okay. Das war schwach. Wir treffen zweimal mit Steinhagel und besiegen sollen. Ich hatte Zaubers. So, Simsalar. Da sind wir mal drin. Simsalar hat eine Noob-Verteidigung. Und mit Seher kann er uns jetzt eh nichts anhaben, also. Ja, wir besiegen Simsalar hier locker. Wir werden zwar irgendwann von Seher getroffen, aber das ist jetzt nicht das Problem. Fukanum. Also hat immer noch nicht zur Arcani-Welt entwickelt. Das passiert dann erst in der Liga so, wenn er schon Champion ist. So, Fukanum wird natürlich auch locker. Was? Was? Bäm. Irgendwie überlebt er. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht wegen dem Bedroher. Aber. Naja, jetzt haben wir ihn besiegt. 50. Und sein Rehorn. Ja, wir können sein gesamtes Team mit diesem einen Pokémon erledigen. So, Rehorn kommt mit Bodycheck.
Und nochmal Durchbruch und Rion ist besiegt. So. Uwei. Habe ich nichts für. Den tausche ich. Und zwar für Uwei haben wir eine vierfach effektive Attacke, nämlich Philander. Psyche und Pflanzen sind beide auf Käfer. Anfällig. So besiegen wir das. So, und jetzt kommt sein letztes Set. Turtok. Auf Level 53, ja. Komm. So hätte ich es jetzt wirklich nicht erwartet. Aber was soll's. Er kann auch knochen. Schon süß. Wir treffen natürlich wieder nicht. Kommt wieder mit Aquaknarren. Wenn wir mit vielen da vorhin getroffen hätten, hätten wir es sogar schon eventuell besiegen können. Aber jetzt stirbt es natürlich nicht. Natürlich überlebt es wieder. Komm, wir jetzt vergiftet. Jawohl. Das heißt, er stirbt jetzt. Er sollte sich das Gift sterben. Oder noch nicht. Okay. Das heißt, wir können noch ein wenig EP einsacken. Jetzt wird aber besiegt durch Skip. So. Punch sackt die EP ein und... Was? Ich war zu unvorsichtig. So. Das war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Pokémon-Liga vorbereitet. Ja, aber du hast verloren. Wenn du nicht mal gegen mich gewinnen kannst, wie kannst du denn gegen Top 4 gewinnen? FTB an. Auch wenn du gewonnen hast, musst du mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir dessen bewusst. Bis dann. So, der haut ab. So, ich muss mal schauen. Haben wir noch genügend Schutz? Wenn man 13 übertragen kann, 10 mal Schutz. Okay. Also. Gehen wir mal kurz. So, auf die Insel. Wir brauchen noch etwas für die Siegesstraße. Und zwar Übertränke. Und Topshots. Kleber. Ach, scheiße. Wir haben nicht mehr genug Geld. Ja, das ist wirklich schade. Naja, egal. Wir fliegen. Aber dann ist er die zurück. Heilen uns. Bim, bim, bim. Und weiter geht's. Also, Wärmflutz und Dings gekauft. Traumfresser. Brauchen wir das? Also, der Typ bringt einem Traumfresser bei. Aber das brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben nicht mal Hypnose oder so. Also. Bringt es nicht wirklich was. Auf jeden Fall, weiter geht's jetzt. Mann. Richtung Pokémon Liga. Oh, du trägst ein Feld haben, dann darfst du weitergehen. So, das ist jetzt eben so mit jedem Orden. Das passieren, wenn du bereits den Quellen hast. Ja. Dann eben den Donnerorden. Farborden, da muss man hier surfen. Den Seelenorden, jawohl. Gut, haben wir Seelenorden. Den Sumpforden, warum er eigentlich bei Sabrina Sumpforden heißt, weiß ich auch nicht wirklich. Den Vulkanorden haben wir auch. Und zu guter Letzt eben noch den Erdorden. So, und wir sind jetzt vor der Siegstraße. Ja. Ja, ich denke, ich bringe dem noch schnell Erdbeben bei. So gut. Und ja, das. Und jetzt 20 Minuten. Okay.
Ja, Leute. Das war's dann also mit diesem Part. Im nächsten Part werden wir uns dann auf in die Siegesstraße reinwagen. Und wenn ihr passt auf, kommen wahrscheinlich auch schon die ersten Papierkämpfe. Also Leute, haut rein. Bis dann und yep. Ciao.